die Third Person Mode. Ja, bringt jetzt nicht viel. Okay, wechseln wir wieder in die First Person. Sicht ist einfach etwas besser. Ich bin auch mehr daran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, ich spiele nur Third Person, kein Problem. Ich bin voll krass hier, ne? Ich bin Experte und so. Ja, von mir aus könnt ihr gerne Experte sein. Das ist mir ziemlich wurscht. Hauptsache, ich spiele so, wie ich darauf Bock habe. So, Punkt und weiter geht's. Wenn jetzt die Kokai da nicht wären, ja, dann würde ich hier schon lange mal umgerauben. Sand habe ich ein bisschen, Kohle habe ich, beste Voraussetzungen. Baue ich mir noch einen schönen zweiten Ofen an. Geht hier im Haupthaus. Schön erstmal. Was los, ne? Haben wir noch Glas? Nö. Glas, zu viel hier im Glas. Fisch haben wir gekocht. Bietet sich auch an, Fisch zu fangen. Wo habe ich denn eigentlich meine Angel? Ist ja jetzt auch gerade irrelevant. Egal. Machen wir erstmal weiter. Schön hier. Da oben muss gleich auf jeden Fall noch Glas rein, weil sonst ziemlich kacke aussehen würde. So. Können wir eigentlich auch mal TNT bauen, so spaßeshalber. Verzeihung, ich muss da noch kurz niesen. Eingefallen, was ich erzählen wollte. Mitte nächsten Jahres, ihr könnt mit Ende Mai, Anfang Juni, Mitte Juni, irgendwie so um den Zeitpunkt, wenn alles wie geplant bei mir läuft, mit einem neuen PC rechnen, einen vernünftigen PC, 60 GB RAM, vernünftiges Mainboard und der Laptop wird dann nur zum Zocken und der PC dann nur zum Let's Play benutzt. Naja, das war natürlich nur Spaß. Der Laptop wird natürlich dann weiterhin nebenbei als ja, mobiles Gaming-Teil mitgenommen. Beispielsweise für LAN-Partys, um Call of Duty 6 oder sowas zu spielen, ist das ja alles kein Thema. Da bleibt mein Laptop völlig aus. Nur sobald Flaps an ist, ist die Leistung im Keller. Das wird euch bekannt sein. Flaps braucht unglaublich viel Speicher. Das habe ich immer noch nicht. Den ganzen Sand in die Tüte geschmissen. Hör mal, du machst hier eigentlich. Komm, hast du Angst vor den Haien? Na, ja, keine Sorge, Junge. Ein bisschen luschen hier, die beißen mir zu. So, tschüss, Delfin. Hallo, Höhlenbude. Ich habe diese. Ich habe das übrigens alles per Hand ausgehoben. Alles, komplett. Hier alles per Hand. Ich weiß, die Lösung hier ist nicht besonders gut. Es wird, das könnte ich gleich machen. Ich schmeiße jetzt eben diese ganze Kacke in den Ofen und dann bessere ich das da draußen einmal vernünftig aus, ey. Bevor wir dann nur so eine Schande haben. Ja, komm hier. Zack, eben ergänzen. So, 26 haben wir noch. Hier oben, zack, rein. Hallo. Ach so, geht ja hier nicht gut. Nee, ja, machen wir hier mal die 8 rein. So, 8. Hier werden die Bricks gebrutzelt. Und hier kommt dann der andere Sand rein. Hallo. Ach, verdammt. Ich mache hier immer Shift und dann Linksklick, aber das klappt ja hier nicht bei dem Ofen, wie es mir auffällt. Eier, Bogen, Brick. Habe ich alles reingeschmissen, ne? Kocht ein Fisch. Die Sonne geht auf. Ach, der Mond geht auf, wollte ich sagen. So, noch fliegen wir uns ins Bett. Und noch, kleiner Creeper. No? Nein, Spaß. Beiseite. So. Allerdings ist mir übrigens aufgefallen, wenn ich meinen neuen PC habe, kann ich natürlich auch Battlefield 3 und die ganzen anderen Games, Crysis 2 hoffe ich auch, alle mal Let's Play. Im Moment beschränkt sich das auf Minecraft. Auch wenn ich bei Minecraft mittlerweile Mühe habe, weil die halt so ein übelsten, weil Java halt so ein übelster Ramschfresser ist. Und ja, ist halt ein bisschen dumm gelöst, hätte man einfach anders programmieren müssen. Macht trotzdem Spaß, wenn man es nicht gerade aufnimmt, dann ist es natürlich von der Performance her deutlich besser. Auch bei mir, dann habe ich es ungefähr. Ja, das ist jetzt absolut.
Aber wieder klar, ich nehme jetzt etwas länger auf und zack schon, kackt mir die Framerate bis auf ein paar Frames so runter. Okay, jetzt fängt sie sich, alles klar. Okay, auf jeden Fall, dann ist es halt möglich, einiges anderes hier noch zu verändern, zu machen. Und dann wird auf jeden Fall eine Menge coole Sachen passieren. Dann werde ich hoffentlich, wenn mir dann Vodafone eine vernünftige Leitung gibt. Ich lade momentan mit einer 3000er Leitung und ich habe es gemessen. Also mit 2800 Kilobits pro Sekunde hoch. Und das ist ein absoluter Scheißwitz. Das braucht keine Sau. Weil 3000 Kilobits sind für einen Arsch. Oder 2800. Das ist, wenn ich halt dann eine Folge, sagen wir mal, die 300 Megabyte. Übrigens, Camtasia ist dafür echt geil. Das macht die Formate. Halt, haut die in MP4-Format rein. Und macht die dann ziemlich klein. Das heißt, ich fange mit, sagen wir mal, 7 GB für 15 Minuten Fraps-Aufnahme an und komme dahinter mit 330 MB aus. Dafür brauche ich allerdings 2 Stunden zum Hochladen, was ziemlich bescheiden ist. Und ja, wenn ich dann halt mindestens eine 6000er kriege, dann läuft das auch alles. Und dann kann ich auch auf jeden Fall sagen, dass öfters und vor allem regelmäßiger die Let's Plays hochgeladen werden können. Ah ja, und hier diese Melonenzeugs habe ich auch in der Höhle in der Kiste gefunden. Ist ganz cool, kannst du gut mit rumrennen. Ja. Und was wollte ich jetzt nochmal machen? Genau, jetzt wollte ich da hinten die ganze Kacke ausbessern. Natürlich kein Glas, noch nicht. Aber das sieht ja hier schon mal. Die Ansätze sind ja schon mal nicht schlecht. So, hier muss natürlich auch dann alles schön verglast werden, ganz klar. Ja, und Diamantspitzhacken sind in diesem Vorhaben schon ein extremer Vorteil. So. Haben wir es gleich, dann hole ich ein bisschen dieses ein wenig Glas aus dem Ofen und dann Chiara Ofen. Hä? Ja, vielleicht. Wie auch immer. So, was habe ich noch nie gesehen? Bricks immer noch am Brotzen. 24 Glas sollte erstmal reichen. Oh, soll ich mir vielleicht mal ein bisschen Fleisch reinkloppen? Gekochtes Schweinefleisch. Mit der Diamantspitzhacke vornehm die Tür schließen. Mir die Glasblöcke schnappen und. Okay, das war natürlich voraussehbar, dass es nicht funktionieren wird. Aber ist ja. Hallo? Framerate? So. Kann man eigentlich hier. Auch einfach komplett durchziehen. Ist halt kackegal. Einmal vernünftig und windig. Gras zu überwachsen und dann haben wir es schön hingekriegt, hoffe ich. Also ich finde das schon ganz gut gelungen, wollte ich eigentlich gerade sagen. Ich muss hier alles noch ein bisschen rauskloppen, damit es auch einigermaßen wirkt. Aber ist ja schon nicht schlecht, würde ich da mal ganz profan behaupten. So. Sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. So, und wenn wir jetzt gleich das Glas fertig haben, ja, setzt ruhig Glas hin, ist ja auch überhaupt nicht. Ach, gib mich doch. So, erstmal schön das Glas jetzt zu Glasfenstern. Ups, wie war das noch? Irgendwie so, ne? Ja, oder? Was war das denn noch?
Ich muss mich mal eben erkundigen, wie ich dann die Glasfenster bauen kann. Ich gehe mal einmal kurz auf eine vertraute Seite, die mir ziemlich bekannt ist. Minecraftwiki.net/crafting. Bam. Alles schon als Lesezeichen abgespeichert, damit ich während der Let's Plays mal darauf zugreifen kann. Ist das immer ganz gut. Ich hoffe mal, das haben die hier ergänzt, weil wenn nicht, ist das auch nicht so schön. Okay, auf jeden Fall rede ich jetzt einmal weiter, während ich etwas nachschaue. Ja, da merkt man wieder die unglaubliche Geschwindigkeit unseres Internets. Mein Bruder ist nebenbei auch noch im Internet am Zocken. Spielt Warrock. Ja, Warrock. Jetzt bin ich low, ich weiß. Nein, ist ja auch schön, soll er ja tun, wenn er will. Deswegen, mein Internet ist sehr langsam. Da komme ich leider nicht. Okay, jetzt habe ich es. Klar. Wie soll das auch anders sein? Übrigens war ich gestern, am gestrigen Tage, auf Schalke, meine Freunde, auf Schalke. Ich habe nichts gegen andere Vereine, Schalke ist nur mein Liebster. So heißt es, so wird das auch immer sein. Deswegen entschuldige ich mich schon mal im Voraus für meine wahrscheinlich beschissene Stimme. Oh. Aber... was willst du tun? So, jetzt können wir uns noch ein bisschen machen hier. So, das wird nicht mehr reichen. Doch, das reicht noch für eins, aber... 1, 2, 3. So, fast fertig. Ja, wie soll das auch funktionieren? So. Sollte ja erstmal reichen. Müssen wir einmal kurz jetzt zu unserer Stelle zurück. Aber jetzt heißt es erstmal vorbei an den Haien. Ich weiß ja nicht, warum die Haie hier so Softies sind und nicht angreifen. Ich, wie gesagt, mich stört das überhaupt nicht. Ich habe da nichts gegen. Nur damit das mal klargestellt ist, ich habe da wirklich nichts gegen, dass die Haie hier nicht angreifen. Ich wundere mich nur, warum. Ich meine, da schwimmt jetzt nur ein Hai, aber vorhin waren es ja Massen und die haben nicht mal angegriffen, obwohl die die Chance locker gehabt hätten, mit der Stufe zu zerfetzen. Ja, wir brauchen natürlich ein kleines, bescheidenes Röschen. Jetzt mal absinken hier schön auf den Grund. Können wir hier enden? Können wir schon? Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, doch nicht. So, und jetzt können wir hier unten nämlich Luft holen und das ist ein Trick. Der ist unglaublich von Vorteil, das glaubt man nicht. Nur damit ihr den Trick auch kennt. Übrigens, Unterwasserhäuser bauen ist sehr geil. Weil die einfach schon mal aussehen. Und ab in die Atemstation. Zwischendurch immer mal rein. Ziehen wir hier mal noch eben zu Ende. Und in die Atemstation. Einen Grundriss hier fertig ziehen. Auch hier werden wir natürlich nicht so bescheiden bauen, dass wir da alles Mögliche ja auf den Kopf kriegen. Also dass die Decke uns direkt auf dem Kopf liegt, das finde ich einfach dumm. Das sieht auch schon da mäßig aus. Nein, also in manchen Häusern, so Mittelalterhäusern, die man eventuell da baut, da gibt es ja kreative Leute auf YouTube, die ich alles schon entdeckt habe, die sowas ja echt unglaublich gut können und alles akzeptiere ich ja dann auch, aber manchmal, ja, so, dass die Decke einem direkt auf dem Kopf liegt, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, für mich zumindest nicht. Dann hier die ganzen Gläser zu verbauen, ist auch nicht Sinn der Sache. Mache ich trotzdem jetzt hier eine Mauer. Ja, ist etwas buggy. Ich weiß nicht, ob das so sein muss.
das oder ob das so von dem verehrten Notch gewollt ist. Ja, gewollt ist sicher nicht, dass man hier alles falsch baut, was man überhaupt falsch bauen kann. Hey, stopp mal, was geht jetzt ab? Hallo, Framerate! Hallo, Marvin. Haha, muha. Geh kaputt. So, du feige Sau. Ist nicht einfach, ein Unterwasser auszubauen. Das darf ich euch jetzt schon mal verraten. Das heißt, das darf ich euch verraten, das tue ich einfach. Weil es wirklich so ist, dass, da muss man wirklich aufpassen, was man da macht. Man sieht es jetzt, bestes Beispiel bin ich. Weil ich mich einfach übelst verbauen kann, wie kein zweiter. Siehst du, genau das habe ich gemeint. So. Wenn wir diese Reihe fertig gezogen haben, wird erstmal eine Aufnahmepause gemacht. Wird hochgegangen ins Häuschen und dann... Ach, weißt du was? Wenn ich jetzt schon am Aufnehmen bin, dann leck mich am Arsch, dann mach ich's auch. Dann nehme ich auch zu Ende auf. Vorher baller ich mal eben das da weg. Viele von euch werden sich jetzt fragen, verdammter Müll, ey, wie macht er das, ey? Wie will er hier verdammt normal vernünftig leben? Nur mit dem mit der Luft vom Rand? Nein! Guide Writer, das will ich euch gleich zeigen. Ist ja auch alles ziemlich einfach, wenn man da überhaupt mal auf die Scheibe drauf kommen würde. Du rockst Phonic, genau wie deine Mutter. Oder wie heißt es noch? Ja, irgendwie so, ne? So, genau das wollte ich eigentlich weghauen und hau natürlich das andere dann stattdessen weg. Komm. Schön regenerieren eben. Dann geht's weiter. Dann wird nämlich hier weiter. Ja, komm ruhig her, Tintenfisch. Übrigens haben wir im Multiplayer-Server auch schon oft. Also Multiplayer-Server hatten wir schon oft irgendwie so Tintenfische im Keller. Also im Unterwasserhaus. Okay, und jetzt machen wir mal schön. Sind wir mal kurz an die Scheiben ausgegangen. Kein Problem, ich habe ja noch ein paar mehr dabei, wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr aufgepasst habt. Also, Olli wird weit kommen. Ist normalerweise kein Thema. Diese Glasscheiben zu produzieren ist ja auch nicht ganz so schwer. Wasser abnippeln und uns unser Seebegräbnis wie ein alter Seebär holen. Das machen wir ja noch nicht. Das kommt vielleicht später. So haben wir es erfasst. Dann haben wir es ja fast nicht erfasst, sondern haben wir es ja fast. Wenn ich nicht... Ja, komm. Genau das musste ja wieder passieren. Dieses Haus einfach offstream gebaut, ey, kein Thema. Null Problemo. Schon mal einen ganz schönen Glaskasten gebaut. Sieht da natürlich an sich jetzt noch ziemlich
bescheiden aus, aber ja, okay. Muss man sich jetzt erstmal am Anfang mit abfinden. So, wenn wir jetzt erstmal drin wohnen. Hahaha. Ha, ha. Kleiner Spaß am Rande. Natürlich alles, es ist wirklich ein Megabau, den ich hier mache. Hä?